Und alles ist in dem Zusammenhang der Spot in der GSA-Relegation 2021. Es geht hier wirklich darum, wer hat überhaupt die Chance, in der GSA-League zu spielen. Wir schauen uns einmal ganz kurz den Map-Bann an, bevor wir dann hier direkt ins Match starten. Denn die Lobby ist schon ready und wir sehen den Clubhouse-Bann, Coastline dann gebannt von Wii Sports, Consulate und Theme Park von Aquila gebannt und Wii Sports haut Café und Villa raus. Und wir sehen erneut ein Oregon. Ein Oregon zwischen diesen beiden Teams. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich sehe in der Lobby schon die neuen Namen von Aquila. Ich muss dazu sagen, Slasher hat mich die Woche über schon gespoilert und hat mir ein kleines Foto geschickt, wie die Jungs denn diese Woche heißen. Und es wird ein Fest. Es wird nicht nur spielerisch ein Fest, sondern natürlich auch namenstechnisch bei Aquila. Sie haben, und das hat Babu vorhin im Chat geschrieben, ich habe es kurz mitbekommen, sie haben die letzten Wochen oder die letzte Woche im Vergleich zu den Wochen zuvor, Thorsten, ein bisschen gescrimmt. Ja, also die letzten Male war es ja so, dass Q irgendwie, also Q-Yuk alias Andy alias alles andere mit Q, das Spiel nur zum Spieltag angefasst hat und das auch ganz gut funktioniert hat. Ganz kurz zum Hintergrund, Wii Sports hätte schon lange durch sein können, muss man auch mal so ehrlich sagen. Wii Sports hat aber 2 oder 3 Spiele massivst weggeschmissen. Da hat man nicht mehr das Wii Sports gesehen, was man von ihm kennt. Und Aquila hat diese Fehler genutzt und aufgeholt. Was glaubst du jetzt? Was sehen wir hier? Also Oregon ist eine Map, auf der wir, glaube ich, eben auch, weil es Attacker und Defense seitig, glaube ich, relativ ausgeglichen ist. Ich glaube, das wird ein absolut heftiges Match. Ich glaube, dass wir hier möglicherweise auch hier wieder in die Overtime gehen können. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer gewinnen wird. Wenn Wii Sports heute gut drauf ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich das holen. Wenn Aquila heute gut drauf ist, dann kann es auch sehr gut sein, dass Aquila sich das heute holt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Wir gucken es uns einfach an. Wir gehen einfach rein, würde ich sagen. Und wir lassen einfach die Teams entscheiden, wer hier das Ding macht, wer sich dieses Match holt und wer in die GSA League Relegations gehen darf und wer in Anführungszeichen nur im Klassenerhalt bleibt. Ich gehe davon aus, beide Teams wollen das und beide Teams wollen das heute richtig und ich glaube, das wird ein richtig, richtig monströses Match. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ein Community-Vote hatten, meine Damen und Herren, vielleicht im Chat. Mich würde mal interessieren, was die Leute bei euch oder die Leute zu Hause denken, wer hier das Ding holen wird. Es geht um alles oder nichts. So ein Ding ist das hier. Das und nichts weniger als das ist es. Und wir sehen jetzt hier von Aquila, die ja zuerst defenden, den Thermite-Bun. Wii Sports haut dementsprechend Blackbeard raus und Jules ist traurig. Jules weint schon ein bisschen. Warum auch immer. Ja, Thermite, Blackbeard, Kollege, den man gerne mal an Windows einsetzt, ist auf Oregon ab und zu mal mit dabei, jetzt nicht unbedingt sehr prominent, aber es gibt halt viele, viele böse Engel, die man mit so einem Blackbeard natürlich gerne mitnehmen kann, auch unten lange Engel Richtung Hallway oder sowas, also mal gucken, ist natürlich hier raus, war Mai, ja, den sieht man, wie gesagt, immer mal wieder jetzt mit rausgenommen, ist natürlich ein sehr flexibler Kollege mit seinen Magnets im Vergleich zu einem Jäger. Und Mira zum Schluss ist ein Bann, der mich auch nicht wundert. Thermite finde ich interessant. Das heißt, wir werden Maverick, wir werden wahrscheinlich auch eine Hibana sehen. Und dann let's go. Ja, Freunde, und wie ihr vielleicht im Chat seht, wenn ihr den Bild oder wenn ihr den Stream im Vollbildmodus habt, einmal kurz Escape drücken. Über dem Chat gibt es eine aktuelle Abstimmung, nämlich wer wird die GSA-Relegation spielen dürfen. Der hier gewinnt, darf dort antreten. Aktuell sind 74% für Wii Sports. Das ist ganz schön viel. Ich frage mich, wo die Aquila-Fans sind. Und wir sehen hier die Lineups. Wir sehen Vino, Schnitzel, Slifer, Real MC ist zurück und Klumpen gegen. Und jetzt aufpassen. Slasher, lelelelelele, Babu, lelelelele, Ace, lelelelelele. Q und Jules. So, das habe ich jetzt einmal gemacht für einen Clip, damit sich die Jungs von Aquila auch noch freuen. Und damit war es das auch. Die alten Battle-Rapper sind am Start. Ja, wenn nicht mit Rap, dann mit Rainbow Six Siege, meine Damen und Herren. Ich finde unten auch Ukulele eine ganz nette Aussprache. Ja, oder? Ukulele. Okay. Die Namen sind absolut zu wild, ja. Grüße gehen raus an Aquila. Viel Spaß mit dem Videomaterial.
So, dieses Match wird, glaube ich, richtig, richtig interessant, richtig, richtig mit richtig Feuer dahinter, denn ich glaube, Wii Sports in der Tech, die werden da versuchen, Vollgas zu geben und natürlich gilt nicht weniger für Akila. Wir freuen uns auf ein spannendes Abschlussmatch hier in der Ascension League. Das wird nochmal ein Fest und wir werden jede einzelne Sekunde davon, glaube ich, genießen können. Akila, Sie starten unten. Der Spot im Keller, Basement, Laundry und Supply Room. Vino, der Erste, der hier ja schon mal sich im Tower so ein bisschen die Lage erkundet. Und natürlich wird man da ganz gerne mal einen Engel mit drauf haben in Richtung Pillars von Tower. Oh, da ist schon der erste Engage nicht weit weg. Das war schon für mich gefühlt wieder einen Pixel zu knapp. Ich hoffe, ihr habt genug Snacks und Getränke dabei, um dieses Match zu durchstehen. Wenn das hier so geht, wie gerade, wie knapp der Engel da gerade schon war, dann will ich nicht wissen, wie das hier noch weitergeht. Ja, und für Wii Sports geht's, also es geht natürlich für beide Teams um alles, aber ich habe das gerade schon mal kurz angesprochen. Wii Sports hatte wirklich die Pole Position um den Relegationsplatz und man hat dann diese drei Matches in Folge verloren, beziehungsweise ich glaube nur nach Overtime einmal. Man hat viele Punkte liegen lassen, unnötigerweise. Die Hinrunde war grandios von ihm. Und Akila hat diese, ja, diesen Fehltritt oder diese Fehltritte. Und da kommt das C4 Opening von Babu an Klumpen und Klumpen lässt die Nate fallen. Er hatte gerade die Nate in der Hand und nimmt damit Ralle raus. Hibana und Sledge raus. Ash wird mit rausgenommen von Slasher. Und damit sind es nur noch Schnitzel und Slifer. Hier 2-5, Freunde. Und das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was uns hier heute erwartet. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Close steht Jäger. Man kriegt den Shot gegen Ace Lele. Was ein Brett. Was ein Brett. Im Freezer steht noch einer. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Man braucht die Info. 1.13 ist noch ganz, ganz, ganz viel Zeit. Die EMP kommt, um Gadgets in der Nähe zu denyen. Man ist jetzt auf dem Spot. Schnitzelsohn oder Schnitzel muss. Ja, und da dreht sich. Warte, Schnitzelsohn holt sich. Jetzt Jules Ukulele, alias Kyuk, hat sich davor Slifer zur Brust genommen. 1-3. Nicht unmachbar, gar keine Frage, aber sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil Akila hier gute Winkel hält. Mit Freezer einer. Oh, da pushen sie zusammen rum. Akila gewinnt Runde Nummer 1 in diesem heutigen, ja, Main Event. Es ist der Main Event. Es ist das Match, was am Ende alles entscheidet. Erste Runde für Akila, schöne Defense. Wii Sports haben ganz gut zugelegt. Also man kam schon relativ nah dran. Das Problem ist, man hat im Prozess in Richtung Spot zu gehen zu viele Leute verloren. Dann ist natürlich die Geschichte mit der Frag Grenade, die natürlich droppt, weil der Kollege gerade erschossen wird, natürlich richtig unglücklich gewesen. Ansonsten, man hat Tower nicht mit verteidigt. Bei Akila, das heißt Wii Sports, wir haben es gesehen am Anfang, man ist direkt rein, hat direkt versucht, von da Druck aufzubauen, um und den Engel mitzunehmen. Über den Tower ist über Blue reingegangen. Man war fast on-spot. Ja, effektiv war man on-spot. Das Problem ist, man hat weder einen Planting gekriegt, noch sonst wie groß Schaden anrichten können, leider an der Stelle. Akila, starten damit hier in dieses Match mit dem ersten Punkt, mit der ersten Führung und gehen als nächstes zwei Etagen weiter nach oben, nämlich Kids und Dorms. So, Jules wechselt jetzt auf die Maestro. Das heißt, wir haben Smoke, Kayit, Valkyrie, Jäger und Maestro. Breach Deny ist am Start. In der Attack haben wir ein Heartbreacher, nur The Real MC. Wir sehen kein, kein Maverick. Das ist ein bisschen wunderlich. Du hattest ja gesagt, nach dem Thermite-Bann kannst du dir durchaus vorstellen, dass man mit Maverick spielt. Mhm. Also nur ein Heartbreacher. Mal schauen, inwiefern man in Breach eventuell sogar die Knight bekommt. Das ist auf dem Topspot dann wirklich ärgerlich, wenn man keine Etikkontrolle hat und auch der Master Breach nicht vernünftig aufgeht. IQ dabei, Klumpen auf der Yana. Ja, das wird jetzt wird interessant. Mit dem Attic kommt man ohne, ja, also nur mit einer Hibana nicht weit, insbesondere dann nicht, wenn noch ein Kaid auf der anderen Seite wartet. Der wird das Ganze nämlich nicht unbedingt leichter machen. Vielleicht versucht man hier ausschließlich auch über einen Breach beim Closet zu gehen, aber das führt
Ja, wahrscheinlich genauso wenig einfach. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt schon eine Elektroklaw auch mit platziert ist oder sowas. Aber ja, da sehen wir es. Also das an der Stelle auch schon mal bestätigt. Also das wird eine Herausforderung für Wii Sports auf alle Fälle. Man kann natürlich gegebenenfalls oben aufmachen, vielleicht ein Fragmentet durchschmeißen. Vielleicht kriegt man damit die Elektroklaw. Aber es wird auf jeden Fall ein bisschen Fieselsarbeit für Wii Sports, dann da richtig reinzukommen. Wir müssen abwarten, ob und wie gut ihnen das gelingen kann. Ja, Slifer wäre eigentlich der Kandidat, der sich in Classroom begibt, um da die Claw wegzunehmen. Er weiß aber wohl, dass jemand in Meeting rumhängt. Mal schauen, ob er da den Kill gleich bekommt. Es wird auch über Big Window aufgebaut. ADSs werden denied. Ein ADS nur am Big Window. 1:18 noch zu spielen. Oh, das ist so knapp. Die Teams laufen sich hier wirklich fast über den Haufen. Wenn sie manchmal wüssten, wie nah die sind. So, Flash Richtung Attic. Close steht der Maestro. Man kriegt den Kill nicht. Opening Frag hier von Jules an Vino. Man pusht direkt weiter. Muss sich jetzt aber zurückziehen. Oh, am Para-Window hängt jemand. Babu holt sich Slifer. 5-3 Situation. Gedroht wird Schnitzel, kann sich dann Babu holen. Klumpen holt sich Ukulele. 3-3 Situation. Jetzt sieht es auf einmal ganz gut aus für Wii Sports, denn Acelele ist low. Er muss ein bisschen aufpassen. Schnitzel so und kriegt Hits und kriegt aber dann den Kill gegen. Oh, Jules fällt gegen Ralle. Und jetzt ist es nur noch Slasher hier gegen 3. Breach ist offen, White Stairs werden eingenommen. Ich glaube, seine Position ist bekannt. Jetzt muss man hier natürlich reingehen und ja, das macht Klumpen da relativ schnell. Man hat die, du hast gesagt, Position bekannt. Dann da nochmal eben schnell kurzen Prozess gemacht, nachdem es ja gar nicht so aussah, als ob Wii Sports hier irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt, ohne ja, einen Maverick, nur mit einer Hibana, ohne Thatcher. Sind sie dann halt einfach reingegangen und haben sich Kills abgeholt? Ich meine, so geht's natürlich auch. Schnitzel war nicht ganz unschuldig an den Aktionen gerade. Und da besteht es 1:1. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass sie das hier so interessant erledigen. Aber okay, gut. Ist natürlich auch eine Option. Und wir haben gerade erfahren, dass wir da mal eben kurz einen Rehost haben. Das heißt, wir müssen uns da gerade mal kurz 1-2 Minütchen gedulden. Ja, es ist gerade das 1-1. Du hast gerade gesagt, man hätte in Runde Nummer 2 eigentlich nicht gedacht, dass Wii Sports da einen Fuß in die Tür bekommt. Es sah ja auch gut aus. Babu hat 2 Kills gemacht. Es war die 5-3-Situation. Dann wiederum ist Babu gefallen gegen Wii Sports. Man hat die 3-3-Situation erzwungen. Und dann ist man eben gegen, also ist Acelele gefallen. Und am Ende war es dann nur noch Jules auf dem Spot. Und der wird einfach überrannt. Der Rehost wird jetzt gerade vorbereitet. Es ist ja durchaus in so einem Match, wo es wirklich um alles geht, dann auch wichtig, dass wenn irgendwie Soundbug oder wenn man das Gefühl hat, das Spiel läuft nicht rund, FPS-Drops ist ja durchaus auch immer eine Möglichkeit, dass man da einfach von seinem Rehost Gebrauch macht. Das Ganze dauert, wie du gerade eben sagtest, 2-3 Minütchen. Der, wenn wir mal kurz gucken, der Vote ging durch. Es waren in die 70% für Wii Sports. Zwischendurch, es werden immer viele, viele Emotes gespammt. Wir lesen den Chat natürlich hier und dort mit. Mal gespannt. Ich bin gerade, es wird gefragt, von wem ist der Rehost? Wer hat den Rehost angefragt? Ich habe das tatsächlich in dem Moment nicht mitbekommen. Nee, so schnell habe ich es auch nicht gesehen. Vielleicht kann uns die Regie da gleich nochmal Info geben, wenn die da genaueres weiß. Ansonsten ist es auch erstmal ja fast völlig egal. Wichtig wird's. Okay, der Rehost war von Aquila gerade gecallt. Das heißt, der Rehost ist durch. Wii Sports hätte natürlich noch einen. Jetzt dürfen keine Fehler mehr auftreten. Es war ja bei Kyuk gab es mal so den Stand, dass der wohl irgendwie Technikprobleme hatte, immer mal wieder. So. Mal gespannt. Die Mehrheit ist, wie gesagt, für Wii Sports. Du hast gesagt, du kannst dich nicht entscheiden, ne? Nee, ich kann mich da definitiv heute nicht entscheiden. Ich werde mir das einfach in Ruhe mit angucken und lasse die Teams das entscheiden.
Ja, also das ist ein knappes, wird glaube ich ein knappes Ding. Wir haben ja jetzt zwei Runden schon gesehen. Die erste Runde hat Aquila gewonnen in der Defense unten. Die zweite hat man jetzt oben abgegeben an Wii Sports. Ich glaube aber, Aquila, sie waren auf jeden Fall nicht weit weg von Rundensieg, wenn sie nicht die ganzen Kills kassiert hätten sozusagen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch nochmal ein bisschen knapper wird. Ich bin mal gespannt, welchen Spot wir jetzt gleich sehen werden, ob Aquila nochmal versucht, oben Kidstorms zu verteidigen. Wäre wahrscheinlich, also für mich jetzt so grundsätzlich die logischste Entscheidung. Vielleicht entscheidet man sich auch anders, ich weiß es natürlich nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir wieder runtergehen, ob wir dann vielleicht in Kitchen gehen. Also wir werden es abwarten müssen. Ich, wie gesagt, 3-3 wäre so das Ergebnis zur Hälfte, bei dem ich mir sage, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber selbst bei einem 2-4, glaube ich, ist in diesem Match effektiv alles völlig offen. Ich glaube, wirklich schlau werden wir frühestens vielleicht nach Runde 9, 10 so um den Dreh rum vielleicht. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier bis in die Overtime geht. Das wäre natürlich eines Finales würdig, muss man einfach an der Stelle sagen. Wir warten jetzt noch auf einen Spieler in der Lobby und dann sind wir wieder ready. Und ich glaube, das ist jetzt gerade passiert. Und das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder in-game. Und dann starten wir mit Runde Nummer 3. Die Stats sind natürlich jetzt zurückgesetzt. Wir starten auf dem Scoreboard bei 0, also bei 0 Kills, 0 Assists und 0 Death. Für jeden, ist aber am Ende auch egal, wer wie oft umdrückt. Ich glaube, den Teams geht es jetzt darum, dass hier gewonnen wird. Denn der Gewinner nochmal geht in die GSA-Relegation 2020. Und wir gehen zurück ins Match. Viel Spaß weiterhin mit dem Main-Event des heutigen Abends. So sieht es aus. Da sind wir wieder zurück im Spiel. Wir starten natürlich bei, logischerweise jetzt Runde 3. 1-1 steht's. Und wie ich es mir gedacht habe, es geht nochmal nach oben für Aquila. Sie starten einen zweiten Versuch auf Kidstorms. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Man macht bei Wii Sports wieder das gleiche Spielchen wie vorher auch. Man nimmt nur eine Hibana mit als einzigen Heartbreacher. Kein Thatcher mit dabei, kein Maverick mit dabei. Also versucht es tatsächlich da ausschließlich wieder, wie gerade eben auch über die dann eng gehüllt über die Doorways, wie auch immer. Es hat ja vorhin ganz gut geklappt. Ich denke aber mal, die Jungs von Aquila werden sich jetzt vielleicht so ein bisschen darauf eingestellt haben. Das wird auf jeden Fall jetzt nochmal eine andere Runde als vorher. Also es würde mich wundern, wenn Aquilas Respawn jetzt nochmal so leicht macht. Ja, ich denke, sie werden daraus lernen, aus den Fehlern, die dort passiert sind. Alles andere wäre natürlich hier gegen so ein Team wie Wii Sports auch absolut fahrlässig. Line-up-mäßig hat man jetzt ein bisschen durchgewechselt. Jules jetzt nicht auf dem Smoke, sondern mit dem Maestro unterwegs. Babu bleibt auf Kayid. Wir haben trotzdem weiterhin natürlich den Smoke dabei gespielt von Slasher. Kyuuk spielt Valkyrie und Ace Lede spielt Jäger. Auf der anderen Seite ein identisches Lineup zu dem, was wir eben in Runde Nummer 3 gesehen haben. Was wohl daran liegt, dass man durchaus prediktet, dass nochmal oben Kids gespielt wird, bevor man hier eventuell auf Kitchen und Dining ausweicht. Ich kann mir hier nach der Runde vorstellen, dass man dann wieder ins Basement geht. Mhm. Der wäre nach Runde 3 natürlich wieder frei. Ja, ich glaube, das denke ich. Also da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, dass wir das da an der Stelle auch nochmal sehen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Runde. 30 Sekunden sind schon passiert. The Williams, die schmeißt da mal munter bunter ein paar Flashes mit hinein, um gegebenenfalls schon mal ein ADS, was da vorhanden wäre, ist oder auch nicht, schon mal zu denyen. Hier kundschaftet man schon mal mit der guten Jana aus. Mit diesem wunderschönen Hologramm kann man da einfach mal reinhüpfen und schon mal gucken, wie da so die Defender aufgestellt sind. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, aber es ist auch erst eine Minute gespielt. Also wir sind ja auch noch relativ am Anfang. Slifer, der guckt ein bisschen unten im Erdgeschoss hinein. The Real MC wartet auf Balkon, jetzt reinzugehen Richtung Master Bedroom. Und Vino ist noch, wir sehen ihn oben rechts, ich glaube draußen oder in Armory, irgendwo in der Ecke. Ah, ist okay, hier fast. Schwer zu erkennen mit den Umrandungen, hält auf jeden Fall hier schon mal in Enge rein in den Spot. 1:30, Hälfte der Runde ist rum. Jetzt breacht man erst einmal hier vom Closet aus Richtung Spot mit rein.
Da wundert man sich vielleicht gerade, dass da keiner direkt hintersteht oder so in dem Eck sitzt. Aber Aquila, die spielen das gerade ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, das ist gar keine dumme Idee. Ja, man muss oder man lässt Wii Sports agieren. Man zieht sich so weit zurück, dass eben der erste Schritt von Wii Sports kommen muss. Das kann eine gute Idee sein. Es wird sich zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Man hat auf jeden Fall ordentlich Zeit rausgenommen. Klar, man hat Area einbüßen müssen, gar keine Frage, aber es sind auch nur noch 50 Sekunden. Und ich weiß nicht, wo man jetzt, also RealMC ist hier im Walk-In, ob man da schon den Breach wirklich durchbekommen hat. Oder ob der noch in der Mache ist, weil wenn ja, muss es jetzt bald mal passieren. Nee, der Breach ist da. White Stair steht. Q juckt. 27 Sekunden. Schnitzel eröffnet mit Ace Elite. White Stairs zwei Spieler, Breach ein Spieler, Trophy Spieler. Jetzt gibt es hier die Shots von unten und man kriegt den Kill gegen Slasher. Q-Yuk fällt gegen Vino. Babu holt sich Slifer. Man ist White Stairs drin. Ich weiß nicht, ob Jules das mitbekommen hat. Ich glaube nicht. Jetzt wird er von zwei Seiten gepusht. Ja, und Babu kriegt da den Headshot an Jules, der ihm da in die Sicht läuft und Klumpen mit dem letzten Kill dann von, ja, achso, vom Big Window-Bereich. Und ist damit geht man hier bei Wii Sports in Führung. Ist das eine merkwürdige Runde gewesen? Ich kann es einfach nicht anders sagen. Man hat gewartet, um den Spot rumgetänzelt bei Wii Sports, schön geguckt, ja, wo sind sie denn alles? Man hat zum Schluss dann einfach gesagt, ach ja, unten bei den White Stairs, man versucht zu zweit zu pushen, dann versucht man bei Aquila nochmal mit jemandem aus Dining gegenzupieken, den holt man sich gefühlt so locker leicht aus dem Handgelenk ab und geht einfach rein, kriegt die Kills und mich wundert es tatsächlich, dass das erlaubt ist gegen Aquila. Sehr, sehr kuriose Geschichte, denn eigentlich, wenn es 20 Sekunden auf der Uhr hat und man noch 9 oder 10 Spieler am Leben hat, ist für die Defense eigentlich in vielen Fällen irgendwann Feierabend. Denn normalerweise hält man als Defender schöne Engel und sagt, ja, kommt ruhig rein. Aber irgendwie macht Wii Sports genau den umgekehrten Fall draus und sagt sich, ach ja, wir gucken jetzt mal, wo sie alle sind. Und dann nehmen wir uns alle raus. Es ist faszinierend. Ja, die Backstab-Idee unten an den Whitestairs war schön. Hat aber nicht funktioniert, weil man eben den Kill nicht bekommen hat. Sonst wäre die Runde hier wahrscheinlich komplett anders ausgegangen, weil man eben dann nicht hätte das Big Window und White Stairs fluten können. Aber das ist Vergangenheit. Wir müssen jetzt mal zusehen, aus Sicht von Aquila, dass man hier auf ein 2-2 kommt. Und Wii Sports wird natürlich alles daran setzen, jetzt diese erste bzw. zweite Defense dann unten von Aquila endlich zu knacken. Die erste konnte man ja durchaus ganz gut halten in der Defense, um dann bei 3-1 den Vorsprung ein bisschen auszubauen. So, Tower Stairs werden bespielt. Man ist jetzt hinten Small Tower rein. Also hier sieht es aus, als würde man eben nicht über Blue Bunker gehen, sondern komplett über Freezer und Laundry. Ja, entscheidet sich mal für einen anderen Ansatz. Ist immer eine nette Idee. Nur über Laundry ist immer ein bisschen schwierig. Man braucht den Freezer mit dazu und da beschäftigt sich gerade Kollege Slifer mit. Wir sehen es einmal aufgeschossen, Drohne hinein und dann muss man schauen, dass man da ja, so weit reinkommt und da schon mal noch einen zweiten Engel mit aufmacht. Fragrenade geht hier mal rein. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Spezielles Utility-mäßig treffen sollte oder einen Spieler. Spieler ist da weit und breit keiner in Sichtweite gewesen. Also könnte natürlich auch sein, dass da irgendwie Utility, Barbwire, ähnliches das Ziel der Fragrenade war. Wie dem auch sein. Den Teil hat man schon mal soweit abgehakt. So, Freezer. Valkyrie Cam schon mal zerstört. Das ist immer ganz nett. Da ist aber noch eine Default-Kamera. Auch die nimmt sich The Real MC hier gleich mal raus. Und dann wird man auch hier wahrscheinlich früher oder später irgendwann mal pushen. Aber auch Wii Sports lässt sich diese Runde wieder sehr, sehr viel Zeit. Man ist sehr, sehr gründlich in dem, was man tut. Man droht sehr genau das Ganze aus, geht Schritt für Schritt das Ding an, arbeitet sich die Kontrolle auf. Und dann wird es, glaube ich, hier gleich in den letzten Sekunden wahrscheinlich wieder knallen. Ja, man baut nochmal um. Also man geht jetzt wohl doch nicht hinten auf Freezer, sondern rotiert nochmal Richtung Tower. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Zumindest Vino rotiert Richtung Tower. Das kann natürlich gleich massiv
Impact haben, wenn man halt nicht mehr darauf achtet, dass noch jemand von vorne kommen kann. Vor allen Dingen bei so wenig Zeit. Klumpen holt sich Slasher raus, damit den Smoke rausgenommen. Jules holt sich Vino mit C4. Ja, und da ist fast der nächste Teamkill. Slifer injured Klumpen und Babu holt ihn. Babu holt auch, glaube ich, noch den nächsten. Nee, es war Ace Lele gegen Slasher. Man kriegt den Kill on spot von Ralle gegen Ace Lele. Renum C ist injured. Kyuyo holt sich Renum C raus. Letzter Mann, Schnitzesohn, bekommt Hits. Position ist bekannt. Diffuser liegt. So, kurz durchatmen. Flashes kommen Richtung Spot. Man weiß, das soll close links. Wer sieht ja? Und da geht man ihm entgegen. Headshot gegen Schnitzesohn leitet hier das 2-2 ein. Junge, 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 Junge. Ja. Effektiv, gleiches Spiel von Wii Sports, nur mit dem Unterschied, dass einfach dieses Mal Aquila die Gunfights gewonnen hat. Und so schnell geht es halt dann auch mal in die andere Richtung. Trotzdem, solide Attack im Aufbau, man hat sich Zeit gelassen, man hat gut gedroht, ich habe es ja gesagt. Nimmt sich also auch die Zeit, um entsprechend das Ganze aufzubauen. Nur, wie gesagt, zum Schluss muss man auch die Fracks setzen können. Das hat diesmal Aquila geschafft. Damit zweimal unten gewonnen bei Aquila, zweimal oben gewonnen bei Wii Sports. Und jetzt sehen wir einen ganz anderen Spot. Man versucht es bei Aquila nicht nochmal mit Kidstorm, sondern ich denke, das ist eine gute Idee, jetzt mal die Kitchen zu versuchen. Und hier ist es Kitchen und Dining. Und ich glaube, der Spot, den werden wir, glaube ich, in diesem Spiel häufiger sehen als Kitchen Meeting. Wäre so meine Vermutung. Vielleicht belehren mich die Teams auch wieder eines Besseren. Das stört mich natürlich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Spot für beide Teams ein bisschen angenehmer wird hier. Den Meeting, wir haben es da vorhin schon gesehen, ganz am Anfang im ersten Match muss man über ein Attic spielen. Muss man weit aufziehen oben. Ich weiß nicht, ob die Teams da heute so Lust drauf haben in diesem Match. Von dem, was jetzt auch Aquila schon gespielt hat, mögen sie es, glaube ich, eher kompakt. Ja, man hat halt einfach auch zweimal oben Kids verloren und dementsprechend ist man sich, glaube ich, bei Aquila bewusst, dass die Attack von Resport sehr, sehr gut dort funktioniert und man dem nichts entgegenzusetzen hat und warum dann man nicht was Neues versucht. Im Big Tower sitzt, bin mir gar nicht sicher, Ace Lele oder Babu Lele. Irgendwas mit Lele hinten. Ja, man zieht sich über den Tower zurück, wird jetzt aber ausgedroht. Oh, schöner Support hier im Kitchen Hallway. Gegen Vino, damit derjenige im Tower wegrotaten kann. Das aimt man jetzt aber hier vorne ab, dass wenn er dort hochkommt, ist gepinkt unten auf Cam. Es ist ein sehr, sehr langsamer Aufbau von Sports. Ein sehr überlegter Aufbau, der eben in Runde Nummer 4 nach hinten losging. Du merkst, oder ich finde, man merkt, dass sie eben drei Matches auch verloren haben. Da ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, die sie in der ersten Hälfte der Ascension League hatten. So, Klumpen hat jetzt da an den Wildstairs Leute gespottet. Das ist eine wichtige Information. Der kann jetzt ganz, ganz viel Infos weitergeben an seine Spieler. Ace Lele bekommt die ersten Shots ab. Also man flasht jetzt doch nochmal runter. Ich glaube, man ist sich immer noch nicht sicher, wie es denn unten aussieht. Der Airdrop Launcher soll ein Backstep regeln. Die Attack komplett hier über Meeting. Also auch das, was wir vorhin schon gesehen haben, dass es eben nicht über Small Tower geht. Jules Opening Frag an Klumpen, damit Iyana rausgenommen. Und damit auch Frag Grenades rausgenommen. Man kann, glaube ich, nicht breachen, weil da ein Jammer von Slasher steht. Das muss man jetzt von oben klären und Vino wird sich dessen oder der Aufgabe annehmen. Dort steht aber noch Babu. Er droht sich vor. Das ist smart. Also sie spielen sehr, sehr viel auf Information und sehr wenig mit diesem Blackbox-Gedanken. Dieses Nicht-Wissen, was dort passiert. Und du siehst, guck mal, es wird abgeaimt ohne Ende. Einer oder zwei arbeiten gerade und der Rest sichert ab. Das kostet Zeit. Das kann dir am Ende das Genick brechen, wenn du dann die entscheidenden Duelle im Roam nicht gewinnst. Vino und RealMC jetzt auf der Jagd nach dem Spieler, der noch oben ist. Und Slasher bekommt den Kill gegen Slifer. Das war aber nicht oben. Ich weiß nicht, wo das war. Valkyrie muss da massiv aufpassen. Das ist Q-Look, der dort steht. Und er kriegt den Kill. Und genau das meine ich. Wenn du die Schlüsselduelle dann verlierst, Jules holt sich RealMC.
Und man holt sich auch noch Schnitzelsohn und damit geht man hier 2-3 in Führung. Ja, es ist langsam und wohl durchdacht bei Wii Sports. Problem ist, wenn es zu langsam wird. Und genau das haben wir jetzt gerade hier gesehen. Und wenn man den Breach natürlich auch nicht durchkriegt, das ist wieder das Problem, was wir vorher mit hatten. Dass man nur nicht Ibana mitbringt, kein Thatcher mitnimmt, kein Maverick mitnimmt. Naja, dann kommst du zwar in Meeting rein, aber von Meeting nicht in die Kitchen. Und dann wird es irgendwann schwierig. Oben hat man auch versucht irgendwie zu clearen. Gunfights natürlich dann zum Schluss alle verloren. Aquila geht mit einem Flawless tatsächlich aus dieser Runde mit raus. Erhöhen damit und gehen das zweite Mal in Führung. Sie haben die erste Runde gewonnen. Und Wii Sports, sie müssen jetzt in der letzten Attack, glaube ich, nochmal einen Zahn zulegen. Es ist nochmal Kidstorms für Aquila, das heißt, das ist der Spot, den man zweimal gewonnen hat bei Wii Sports. So ein 3-3 ist da absolut damit natürlich noch drin und das ist es ja sowieso. Aber man muss ein bisschen, ja, im Vergleich zur letzten Runde vielleicht nicht ganz so langsam das Ganze angehen. Klar, man will, du hast es gesagt, gründlich sein. Man hat so ein bisschen die Schärfe verloren, die wir in der ersten Hälfte der Essential League hatte, wo Wii Sports sehr, sehr viele Spiele gewonnen hat, sehr, sehr gut gespielt hat. Und man will hier das Match einfach nicht aus der Hand geben. Deswegen spielt man sehr, sehr vorsichtig. Man muss nur richtig aufpassen, dass man nicht zu vorsichtig wird. Ja, wie ich eben sagte, also ne, dieses Roma-Hunten ist eine gute Idee. Und das ist auch gut, dass andere abaimen, aber du musst die Duelle dann gewinnen, weil sonst verlierst du nichts außer einem Mitspieler und ganz, ganz viel Zeit. So, Kids das dritte Mal. Mal schauen, ob es jetzt was für Aquila wird. Die Attacks von Wii Sports sahen immer wirklich, wirklich gut aus auf dem Spot. Und da war auch nichts mit knapp oder so. Das war immer sehr, sehr deutlich, was Aquila da gemacht hat. Was Wii Sports da gemacht hat. Ja, Klumpen arbeitet erstmal vom Dach aus. Da kann man schon mal ein paar schöne Schüsse auf das Window setzen, ohne dass man da selber irgendwie ein besonders großes Risiko eingeht. Man rotiert dann rüber. Oh! Man wollte auf das Vordach vom Haupteingang. Das ist natürlich richtig ärgerlich da gerade für Klumpen, dass er ausgerechnet knapp daneben fällt und runterknallt. Ah. Also, ich weiß nicht, ob die gefühlt gerade sehr viel Druck auf sich lasten haben, die Jungs von Wii Sports. Ich finde, das merkt man vielleicht so ein kleines bisschen, aber vielleicht irre ich mich da auch. Oh, Slifer, der verpasst hat die Gelegenheit. Einfach doch mal den Abzug drücken. Ja. Und jetzt mal alles. Man muss wieder nur meckern, habe ich das Gefühl. Ja, aber er macht ihn zu spät. Jules hatte den Kill an Renamcy gemacht und auch das Klumpen gefallen ist. Das kostet wieder 10, 15 Sekunden und halt eine ganze Menge HP. Und der läuft jetzt auch noch in eine gut nach der anderen. Ich meine, gut, dass Jules schon raus ist, sonst wären noch mehr Goos im Spiel. Ja, aber also ärgerlich ist es trotzdem. Ja, absolut. Absolut. Man baut hier wieder in der Attack über mehrere Seiten auf. Das sieht man. Man steht am Big Window. White Stairs werden jetzt eingenommen. Attic interessiert man sich gar nicht so für. Das ist den Jungs von Wii Sports relativ egal, habe ich das Gefühl. Weil man halt sagt, das ist so viel Zeit, die man da verschwendet. Babu holt sich Slifer. Nah am Breach. Geht jetzt in den Walk-In und bekommt den Klick gegen Klumpen. Damit ist es die 4-2-Situation. Und das ist die erste Runde auf Kids, wo ich sagen würde, das sieht so aus, als könnte sich die Wii Sports Aquila holen. 28 Sekunden, es ist wieder wenig, wenig Zeit. Der Diffuser liegt im Walk-In. Ja, da liegt man close an der Door, kann hier ein paar Hits gegen Vino austeilen. Jetzt kommt die Smoke, die sitzt perfekt damit. Slope man den Entry, einer sitzt in Master. Das ist jetzt schon schwierig. Jetzt kommt da noch eine Babu, holt Schnitzelsohn und damit ist die Runde gelaufen, denn der Diffuser liegt immer noch im Master. Man smoked ab und kriegt sogar noch den Smoke gegen Vino. 2-4 Roll Swap für Aquila und jetzt muss ich Wii Sports pushen. Ja, 2-4, 2 Punkte Vorsprung für Aquila, mit denen sie jetzt in die Attack gehen können. Und immerhin
Der einzige Trost, Vorteil, wie auch immer man es nennen möchte, der Respots jetzt bleibt. Man geht jetzt in der Defense und da hat man die Zeit auf seiner Seite. Aquila, ich glaube aber nicht, dass die hier ja, sich ausruhen werden auf dem 4-2. Ich glaube eher, dass die sagen, 2 Punkte Vorsprung, kommt Jungs, wir holen jetzt uns Respots auch in der Attack ab. Also, Respots 2 Punkte Rückstand, die Attack war nicht optimal. Man war ein bisschen zu langsam. Man hat sich aber 2 Runden geholt. Das ist in Ordnung, aber das ist noch nicht gut. Man muss sich jetzt in der Defense noch Runden holen und zwar optimalerweise jetzt gleich direkt, um hier vielleicht zumindest mal nach Runde 8 mit einem 4-4 dastehen zu können. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Schafft Aquila jetzt hier eine, vielleicht sogar auch 2 Attacks am Stück, dann muss ich sagen, dann wird's eng für Respots. Und es geht hier um alles oder nichts. Ja, das darf man immer nicht vergessen. Das ist kein normales Spiel eines normalen Spieltags. Wir sind am letzten Spieltag des Season Nummer 1 angekommen und es geht darum, wer sichert sich Platz 2 hinter den White Tigers, die wir im letzten Match gesehen haben, und wer sichert sich somit die zweite und letzte Chance, die GSA 2020 Relegation zu spielen. Okay, Storms, der Spot der Wahl für die erste Verteidigung von Respots. Zur Erinnerung, Aquila ist in Runde 1 zuerst nach unten gegangen. Aber sowohl unten als auch oben gute Spots zu verteidigen. Die sind bevorzugt. Da man wird sie so oder so hintereinander spielen müssen, früher oder später, wenn man sie erfolgreich verteidigen kann. Also ich finde, es ist meistens relativ egal, ob man erst oben oder erst unten anfängt. Das ist dann Präferenz der Teams. Elflele, der macht sich hier schon mal auf Richtung Trophy, geht da schon mal rein und das war schon wieder gefühlt ein knapper Millimeter daneben in Richtung Attic, wo schon mal so ein bisschen gepiekt wird. Auch hier hat man tatsächlich nur eine Hibana als Hardbreacher mit dabei, also sehr, sehr interessante Sache an der Stelle, aber Reach geht da, glaube ich, vielleicht auch nicht durch. Ich glaube, da war, ich weiß nicht, was für ein Tricking mit am Werk, aber erst einmal geht der Breach da nicht durch. Jetzt hat man da, glaube ich, aber dann mal aufgemacht und ist jetzt schon mal in einer relativ guten Position bei 1,30 ungefähr. Hat man damit zumindest schon mal die erste Arbeit getan. Oh, das wird eine böse Geschichte da gerade, wollte ich sagen. Aber Ukulele ist hier draußen weit beim Haupteingang und wartet und passt auf, dass da seinem Team in nichts passiert. Und er kriegt auch den Kill auf Schnitzel. Ja, Schnitzel, der hatte effektiv auch nicht viele Möglichkeiten da, aus der Garage irgendwie groß wieder rauszukommen. Es sei denn, der rennt einfach mal vorbei. Aber damit ist er der Erste, der hier fällt. Ja, aber auch hier, also ähnlicher Aufbau. Man lässt Attic so ein bisschen in Ruhe. Klar, bei einem Hardbreacher hat man auch gar nicht die Möglichkeit, alles zu breachen, wenn man halt nicht Maverick unbedingt einpacken will. Und man muss jetzt aber schauen, wie man da pusht. Gleicher Zugriff, vor allen Dingen über die Ostseite, über Trophy, über Master, über den Walk-In. Und Babu jetzt am Big Run. Das könnte durchaus interessant werden. Das könnte einen Impact haben, weil er jetzt dafür sorgt, dass die Spieler sich durchaus auch mal umdrehen müssen und nicht so offen zu Trophy stehen können. Aber da kassiert er den Kill von Vino, Klumpen holt sich Slasher, Vorteilsituation für Respots. Und 23 Sekunden. Man geht jetzt hier langsam rein, kriegt den Kick Richtung Attic nicht. Ace Lede wird da rausgenommen. Oh, Trade mit Klumpen, man kann aber hier Ukulele wegmachen. Und jetzt ist es Jules Last Man Standing, Close rechts steht Real MC mit der Shotgun und man kommt hier auf 3-4 ran. Erste Defense in Kids läuft. Ja, und gefühlt, obwohl Aquila ein kleines bisschen schneller ist, haben sie exakt genau das gleiche Problem hier in der Attack wie Respots. Sie kommen zum Schluss nicht rein in den Spot richtig. Sie haben das gleiche Problem im Hardbreach. Man versucht es auch hier nicht über den Attic. Wird zum Schluss, in dem Fall jetzt hier von Respots in der Defense, dann rausgefragt, wenn man versucht reinzukommen, ist zum Schluss in Unterzahl. Und dann kann man auch als Jules über die White Stairs alleine nicht mehr viel anrichten.
Ich weiß nicht, was im Moment bei den Jungs und Mädels im Hinterkopf rumschwirrt. Aber das sind nicht die Teams, die wir eigentlich gewohnt sind von den vergangenen Spieltagen, habe ich das Gefühl. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube tatsächlich, dass so cool wie die 10 Mann in der Lobby ja immer meinen, sein zu müssen, dass da eine ganz schöne Menge Aufregung bei ist. Denn es geht hier gerade tatsächlich um relativ viel. Und das kannst du nicht einfach ausblenden. Also glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und das hängt auf jeden Fall beiden Teams hier im Hinterkopf. Denn wenn du hier einen Fehler machst, ist das nicht nur, dass du halt 3 Punkte verlierst, sondern du verlierst die Chance, auf die du seit 10 Wochen, 14 Wochen hinarbeitest. Da zerplatzen dann auch ganz schnell mal Träume. Und dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall wirkt. Und jetzt geht Wii Sports runter ins Basement, nachdem sie Kids umgewonnen haben. Man hat einen Heartbreacher mit. Hibana, damit kriegt man die Hatches auf. Hinten Blue. Wird also nichts. Damit geht man halt, also mit dem Thermite-Bun, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, denied man auch so ein bisschen diesen Blue-Push, weil du kannst dann nur mit Hibana gar nicht richtig vernünftig breachen, weil du dann keine Hatches mehr aufbekommst. Das heißt, das ist schon ein Stilmittel hier gewesen von Akida, die ja Thermite gebannt haben. Ich bin mal gespannt, ob sie in ihrer eigenen Def damit dann auch zurechtkommen, dass sie eben nur Hibana und wahlweise Maverick am Start haben, wenn sie überhaupt spielen wollen. Ja, effektiv heißt das auch hier, die Attack läuft über Laundry, läuft über Freezer ab. Hatches Nummer 1 und 2 sind geöffnet. Dafür hat Slasher schon mal ganz gute Arbeit geleistet, also da ist man schon mal mit dabei. So, Flashbangs rein, Drohne rein. Mal schauen, wo sitzen sie denn, die lieben Jungs von Wii Sports? Und dann wird es sich auch hier, glaube ich, wieder durchaus über die Frags mit entscheiden, wer hier wie wen bekommen kann. Das ist, glaube ich, gerade fürs Evil Eye hier gedacht, damit man das mal eben kurz rausnimmt. Nimmt damit natürlich Wii Sports ein bisschen Vision und jetzt positioniert man sich hier schon mal vorne beim Laundry Storage, heißt das, der Raum hier vorne jetzt. Und wartet natürlich dann gleich auf die Unterstützung, die jetzt dann über den Freezer hier passieren wird. Da sehen wir einen Kollegen Ukulele nämlich schon mal mit drin. Jana rennt auch nochmal vor, um da nochmal ein bisschen Info mitzugeben. Okay, wo sind denn da vielleicht im Freezer noch Leute unterwegs? Ich glaube, da sitzt Slifer noch auf dem Mossy auf jeden Fall. Und auch hier bin ich dann jetzt mal sehr gespannt, wie das Ganze zeitlich gleich aussieht. 50 Sekunden, noch haben sie ein bisschen Zeit. Früher oder später muss man aber hier jetzt auch mal anfangen, ja, irgendwie in Richtung Spot sich aufzuspielen und optimalerweise natürlich bei Akila dann auch die Kills mitzuziehen. Ja, das langsame Spiel setzt sich jetzt in der Attack von Akila ein bisschen fort. Also man wartet, man steht das so gut bei Wii Sports wie nur mit dem Opening Frag gegen Q-Yuk. Jetzt kommen die Flashes Richtung Freezer. Und der nächste fällt. Ace Lede fällt gegen RealMC. Wird gerefragt von Jules. Slifer holt sich Slasher. Dann der Shot Richtung Babu. Jules holt sich den ersten, holt sich den zweiten. Zwei hat er noch. Er hat den Diffuser nicht. Der Diffuser liegt rechts. Ja, da kommt er nicht durch. Er muss eigentlich pushen. Pillar wird ihn gleich pushen. Crossfire ist da. Schnitzelsohn holt den Kill. Ausgleich 4-4. Und in der Attack für Akida läuft es nicht so richtig gut. Nee, genauso das Problem wie auch Wii Sports. Also, es ist ein verzwicktes Spiel, habe ich das Gefühl, in der Attack für beide Teams allerdings. Jules ist im Moment Top-Fragger mit 9 Kills. Natürlich erst gerechnet ab Runde 3. Wir hatten ja nach Runde 2 nochmal einen Rehost. Und jetzt geht's auch für Wii Sports in die Kitchen. Allerdings nicht Dining, sondern Kitchen und Meeting tatsächlich. Finde ich auch eine interessante Aktion. Auch hier in Castle mit dabei. Das Spielchen haben wir in unserem ersten Match heute Abend schon gesehen. Da kann man sich natürlich ein bisschen zu casteln. Gerade Richtung Tower natürlich wird man sich da bestimmt dicht machen. Und dann werden wir mal sehen, ob Akila den Spot hier angreifen kann. Auch hier nur die Hibana mit dabei. Mich wundert ja immer noch, dass man keinen Maverick mitbringt. Ja,
Das ist tatsächlich, es wundert mich auch. Man spielt hier durchgehend mit einem Heartbreacher. Aber gut, die Jungs werden sich dabei was überlegt haben. Respots defendet jetzt Meeting. Wir haben vorhin, jetzt muss ich einmal umblättern, zu unserem zweiten Match, nämlich zwischen Viragen und Playing Ducks. Auch da haben wir ja einmal Kitchen Meeting gesehen. Und da haben wir gesehen, wie schwer das zu defenden ist. Dementsprechend mal sehen, wie es jetzt hier läuft. Dieser Aquila hat gerade in der Attack noch Probleme. Es läuft noch nicht so, wie sie es eigentlich gerne haben wollen würde. Aber Rainbow Six Siege und die Ascension League der OPL, unterstützt natürlich von Ubisoft, ist nun mal kein Wunschkonzert. Das muss man auch dazu sagen. Ace Lede schon wieder, ja, der drückt halt auch nur W, ne? Also, Sekundenkleber auf W, let's go. Jana geht jetzt vor hier, Babu, damit ist gespottet in Kids. Wer, und der ist nicht alleine oben. Oh, da sieht er ihn nicht. Und man kriegt hier den Opening Frag an Slifer, Babu, dann aber mit dem Refrag. Ash gegen Slifer. C4 damit wahrscheinlich rausgenommen. Oder er spielt mit Barbwire. Das ist ja nicht so ganz klar immer bei Bennett. Da gibt es Operator, da ist das durchaus klarer. Ja, oben hat man... Ne, das ist dann halt auch wieder so eine Sache, wo ich gerade denke, ah, oh, ist das ärgerlich für Jules, der eigentlich gerade den Castle da mit einer Frag Grenade erwischen wollte und der peakt genau in dem Moment, setzt den Injured und dann erwischt einen die eigene Frag Grenade. Das ist halt wieder richtig, richtig ärgerlich. Und solange es Schnitzel da noch sitzt, muss man da echt gucken, dass man reinkommt. Der Spot ist immer noch eine Etage tiefer. Man hat jetzt die Hälfte der Runde rum. Die muss man da oben auf jeden Fall geklärt kriegen. Die Ecke, Barbolele kriegt jetzt erstmal Vino. Damit hat man immerhin einen 3 versus 3. Wenn es jetzt noch den Castle erwischt, dann ist man ganz guter Dinge hier. Und das tut man, Barbolele. Die zweite Frag Grenade, die sitzt dafür. Man erwischt den guten Schnitzel. The Real MC und Klumpen noch in der Verteidigung vorhanden. Jetzt hat man 3 versus 2. Man hat auch noch ein bisschen Zeit. Eine gute Minute jetzt noch für Aquila. Da ist durchaus noch alles drin. Vorausgesetzt natürlich, man kommt auch noch in Richtung Spot richtig ran. Real MC, der versucht hier in Security zu arbeiten. Klumpen kommt jetzt nochmal zur Unterstützung mit dazu. Man bleibt jetzt hier natürlich ein bisschen zusammen. Man hat auch hier die Option, nochmal runter zu droppen. Das macht der Real MC noch. Und ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall ein geschickter Zeitpunkt dafür bei 40 Sekunden, bevor man dann zum Schluss keine Zeit mehr hat, möglicherweise, um nochmal zu rotieren. Denn der Weg durch den Keller ist ja, ja durchaus noch ein bisschen weit. Wenn man wieder hochkommt, möchte. Und das zahlt sich aus, das Rotieren. Real MC kriegt Barbolele. Slasher und Ukulele müssen es jetzt regeln. Slasher kriegt Klumpen. Real MC damit ganz allein. Und jetzt kann man den Plant durchziehen. Real MC weit weg. Da hat er definitiv zum Thema Plant kein Wörtchen mehr mitzureden. Aber oh, wollte schon sagen. Vielleicht kriegt er noch einen Kill. Aber nein. Aquila lässt sich die Runde dann nicht mehr nehmen. Und es war auch hier nochmal eine knappe Sache, aber diesmal eine schöne Attack, schön durchgezogen. Ja, und wie man vor allen Dingen oben gegen diesen Castle aufgespielt hat, der irgendwann in der Ecke beim Big Window stand, der war chancenlos. Also kriegt er Flashes um die Ohren gehauen, zwei pushen ihn aus dem Gebäude heraus, einer steht am Big Window. Da hat man nicht mehr viel Chancen. Schöne Attack, schön koordiniert. Diesmal hat man wirklich einen Aufbau gesehen, der... Die Rotation von The Real MC war gut, dass er den Kill eben da an den Freezer Stairs bekommt, muss dann aber rotieren und entscheidet sich für die Rotation über Laundry. Das dauert und dann hat man halt bei Aquila gescheit und hat gesagt, okay, es kann nur noch einer on spot sein. Das war dann in dem Moment Klumpen. Den müssen wir überfahren und dann können wir wirklich safe auf Plan gehen, weil die Rotation eben länger als 7 Sekunden dauert. Man hätte jetzt überlegen können, oh, hätte man nicht irgendwie Tower hochgehen können, ging ein bisschen schneller. Man ist dann schneller wieder auf der Kitchen-Side und muss nicht noch durch Meeting durch und all sowas, weil das macht ja auch Geräusche aufgrund der Castle Barricade. Das sind so Überlegungen, die man im Nachhinein ganz gut anstellen kann. Das sind so klassische Gedanken für eine Nachanalyse, weil in dem Moment denkst du da nicht dran. Du läufst, dir schießen 1000 Dinge durch den Kopf, wo wird vielleicht geplantet und. In dem Moment aber gut angegriffen von Aquila und sie gehen hier erneut in Führung. Es ist ja auch hier wieder ein gutes
hin und her zwischen diesen beiden Teams. Kitts wird gespielt und wir sehen einen offenen Attic. Das kann dem geschuldet sein, lieber Thorsten, dass wir bisher nie mit Attic gespielt haben. Also Attic wurde bisher wirklich einfach nicht angefasst und dann sagt man sich, dann brauchen wir da auch nicht Reinforce, dann spielen wir mit, haben ein bisschen Ausweichfläche, können eventuell nochmal rotieren. Gerade gedacht, oh, das Timing mit, dem Reinforcen, naja. Aber weißt du, was wir jetzt dabei haben? Jules mit einem Maverick, ihr Lieben. Yay. Und das freut mich zu sehen. Also, vielleicht hat man sich das auch aufgehoben. Keine Ahnung. Ja, der Ace Lele marschiert da mal kurz ins Window rein, springt mal eben und sagt Hallo. Und der Williams die erwischt. Aber wie nur mit dem Refact direkt. Aber Slasher hinterher und der Plant da drüben einfach. Ich glaube, das hat man noch nicht mal mitgekriegt an der Stelle. Klumpen kriegt Ukulele. Der Plant ist durch. Klumpen ist injured. Schnitzelsohn kriegt sich allerdings hier Slasher, das C4 connected. Babu kriegt Slifer, Klumpen injured. 2 versus 2 im Postplan. Akila hat es jetzt mal schnell gespielt. Einfach mal was Überraschtes. Und das ist diese Aggressivität, die uns ein bisschen gefehlt hat. Vino setzt allerdings hier direkt den Diffuser, versucht ihn da zu deaktivieren. Es wird knapp. Und es ist ein Trade. Babu kriegt Vino, Schnitzel kriegt Babu. 1 versus 1. Alter Falter, das ist meine Runde. Und da ist es Maverick, der das Ganze hier noch kriegt und die Zeit hat er noch, den Counter-Defuse zu kriegen. Jetzt haben wir aber mal eine Runde, wo es mal zur Sache geht. Ich will nicht sagen, dass das geworfen war, aber du siehst meine Reaktion und vielleicht denke ich ein bisschen, dass es geworfen war. Also, fangen wir mal vorne an. Der Entry von Ace Lede war sehr gut. Dass man da den Refract bekommt, ist okay. Da hat man Trade, 4 gegen 4. Dass man dann direkt nachspringt, um zu planten, weil man vielleicht denkt, okay, die Verteidiger nehmen jetzt an, das war so ein Single-Push irgendwie alleine und man wollte nur gucken, wie weit man kommt und so. Ne? Und jetzt würde erstmal nichts passieren. Dass man den Plant dann sozusagen mitnimmt, verstehe ich auch. Dass man dann aber als Maverick reingeht zum Ende hin, ist absolut außerhalb meiner Vorstellungskraft. Verstehe ich nicht. Man kriegt den wichtigen Kill auf Whitestairs gegen Slifer von Babu. Und man hat dann jemanden, der dort diffused. Man pusht ihn, das ist ein Trade, und dann ist es die 1 gegen 1 Situation. Der eine war ja injured und das müssen sie eigentlich auf dem Schirm gehabt haben. Und dann ist es das 1 gegen 1, man springt rein und begibt sich damit, so doof es klingt, in die Höhle der Löwen. Und man hätte halt nur noch 4 Sekunden oder 3,5 Sekunden wasten müssen, dann wäre das Ding durch gewesen. Dann hätte die Zeit nicht mehr zum Diffusen gereicht. Das war schwierig. Die Idee war gut. Aber zum Schluss gereicht hat es nicht für Akila. Aber das ist mal was ganz was anderes gewesen, wie dieses Match bisher sich ja entwickelt hat. Und ich glaube, das tut trotzdem, auch wenn Akila vielleicht die Runde jetzt gerade verloren hat, vielleicht trotzdem ein bisschen gut. Für beide Teams wahrscheinlich, würde ich mal fast behaupten, dass da mal ein bisschen vielleicht jetzt dieses, ja, doch sehr schwer gewordene Match vielleicht damit zumindest für den Augenblick mal vielleicht ein bisschen ein lockeres Element mitgekriegt hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht erzähle ich auch einfach wieder Blödsinn. Auch das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber fest steht, 5 zu 5 steht's. Wii Sports macht damit wieder den Ausgleich und kriegt hier in dieser Runde auf der Verteidigung unten den ersten Kill, und zwar auf den guten Slasher, der draußen gefallen ist irgendwo bei Construction. Da hat man mal eben kurz guten Tag gesagt. Ace Lele holt sich allerdings Vino, 4 versus 4, und der pusht hier gerade einfach sehr aggressiv schon mal Blue und versucht hier schon mal einen Engel aufzumachen. Und der ist durchaus wertvoll, muss natürlich aufpassen. Man weiß, dass Ace Lele hier unterwegs ist. Jules kriegt Schnitzel. Die Frag sitzt. Damit 4 versus 3. Erster Smoke hier schon mal rausgebaitet. Und das ist zeitlich vor allem sehr, sehr hilfreich für Akila. Das Zeitproblem umgeht man damit schon mal so ein bisschen, indem man hier einfach früh schon Kontrolle etabliert. Selbst wenn man jetzt nochmal ein bisschen das Tempo rausnehmen sollte, hat man auf jeden Fall noch genug Zeit in der Hinterhand. Und man hat jetzt hier auch schon mal eine Smoke rausgezogen und natürlich auch zwei Leute. Also diesmal ein bisschen, ja, offensivere Attack auch von Akila. Und ich glaube, das tut ihn hier echt ganz gut. Vorhin hat es nicht ganz geklappt, aber es war ein bisschen too much. Aber hier hat man vielleicht, oder findet man vielleicht, jetzt einen guten Mittelweg. Ja, und die komplette Attack geht hier über Blue Bunker.
da fehlt der Druck jetzt über die Laundry Stairs, weil du siehst, alle Augen richten sich Richtung B-Bombsite. Man geht einfach mal auf Plant und man kriegt den wichtigen Fracking. Ace Nele Klumpen holt sich Hyuk. Plant muss abgebrochen werden. Und es wäre so eine wichtige Runde für Resports hier. Ja, nicht zu vergessen. Wer hier gewinnt, holt sich den ersten Matchpoint hier ab. Man hat den ersten Plant hier schon mal schön denied bei Resports. Jetzt muss Akela hier versuchen, sich irgendwie neu zu formieren. Jules kriegt Klumpen, kriegt den Double Kill. Insgesamt 3 für ihn. Und setzt erneut den Plant an. Slifer muss es jetzt regeln. Und der ist low. Also, da hat Jules das gerade eigenhändig nochmal rumgedreht. Der Plant geht durch und man kriegt die Runde. Oh, weia. Oh, weia. Also unfassbar. Ich schwitze. Ich schwitze tatsächlich gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass Akila sich diese Runde nochmal holt. Und Freunde, das bedeutet Map und Matchpoint. Es heißt, die letzte Runde, eventuell die letzte Runde in dieser OPL Ascension League. Es geht um den GSA-Relegationswort. Und ich will von euch jetzt wissen, das Ganze haben Shadow und ich mal irgendwann etabliert. Sack zu oder Overtime. Was glaubt ihr? Macht Akila das Ding hier jetzt dicht oder kommt Wii Sport nochmal zurück, Freunde? Rein in den Chat. Ich will jeden von euch. Jules absolute Bombenleistung gerade. Junge, wie der da einfach den Kill gegen Klumpen bekommt, der da liegt. Und ganz ehrlich, da rechnest du nicht mit, dass du das Duell verlierst. Du liegst da und weißt eigentlich, egal wer jetzt kommt, das gewinne ich, weil ich habe A den Pixel und B liege ich. Das ist nicht predictable. Und Jules zieht den einfach weg, pre-fired Richtung Smoke und zieht auch noch den Smoke raus. Absolut auf einer guten Art und Weise respektlos die Ehre entwendet. Basement again. Matchpunkt oder Overtime, Freunde? Das ist hier die große Frage. Sehen wir möglicherweise die letzte Runde oder geht's hier nochmal in die Overtime? Und wenn du mich fragst, ich würde die Overtime gerne noch sehen. Also meinetwegen kann dieses Match auch noch 2 Stunden dauern, aber ich glaube, da haben dann ein paar andere Leute was dagegen. Es ist einfach unglaublich und es ist das letzte Match dieser Ascension League und es geht hier jetzt in dieser Runde für Wii Sports um alles und für Akila natürlich genauso, auch wenn die, wenn sie die Runde verlieren sollten, ja, in Anführungszeichen nur in die Overtime müssen, aber die werden das hier beenden wollen. Und wir haben natürlich nach dem Match hier so oder so noch ein Interview und wir werden, wen auch immer wir dann vor uns haben, das kommt drauf an, wer hier gewinnt, noch gründlich mal ausfragen und wir dürfen natürlich dann auch nochmal herzlich gratulieren. Bis es soweit ist, stehen uns aber noch mindestens 2 Minuten und 12 Sekunden dieser Runde im Weg und eventuell auch noch 2 oder 3 extra Runden, wenn es hier in die Overtime gehen sollte. Und Schnitzel macht da einen guten Anfang, kriegt Ace Lele, das C4 Nr. 1 sitzt Richtung Blue. Kurz den, das Icon links sieht man auf Bling. Jules, der versucht da schon mal den Engel aufzumachen über Tower, aber nur ein paar Schüsse abgeben und orientiert sich dann jetzt erst einmal auf, konzentriert sich auf die Absicherung nach hinten, so rum müsste ich es formulieren. Und Ukulele nimmt für den Augenblick mal die Position hier an den Tower Stairs ein. Doch, zu dritt ist man da jetzt. 1:30, Hälfte der Runde ist rum. Einmal weniger bei Akila. Akila sind es diejenigen, die hier reinkommen müssen. Das heißt, die haben es in der Hand. Meeting. Boah. Junge. Unnötig spannend hier. Gut aufgepasst. Dann nochmal eine Frag. Vielleicht auch nicht. Die Frage ist, weiß man, dass da keiner mehr ist in Pillar? Breach geht durch. Jetzt nochmal Konzentration bei Akila, Konzentration bei Wii Sports. Es ist 4 versus 4. Dieses Match und diese Runde ist völlig offen. 50 Sekunden haben wir hier noch auf der Ukulele. Nach wie vor hier an den Tower Stairs. Rotiert jetzt ein Stück vor. Zerstört das Barbwire. Freezer. Sitzt noch jemand? Der Rest mehr oder weniger on spot von Wii Sports. 35 Sekunden. Ukulele, der hat jetzt hier den Engel. Wenn da gepiekt wird, ich glaube, Vino ist das, der da steht.
wird's schwierig, aber da passiert noch nichts. Man wartet geduldig ab bei Wii Sports. Babolele kriegt Schnitzel mit der Frag Grenade. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt muss man dann aber gleich schauen, dass man auch noch einen Plant hier irgendwie unterbringt. Da stehen noch drei Leute im Weg. Ukulele, schöner Kill auf Slifer. Slasher plantet. Es ist ein 2 versus 4. Man hat den Vorteil bei Aquila. Man holt sich hier auch den Kill auf Vino. Und Jules beendet das Ding hier nochmal mit einem wahnsinnigen Einsatz. Auch hier in der letzten Runde. Großes GG well played. Und damit Gratulation an Aquila, die Wii Sports. Ach, nur in den Klassen erhalten. Heilige erhalt Scheiße. Oh. Heieiei. Junge, 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 Junge. Ist das zu fassen? Dir fehlen die Worte. Mir auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll tatsächlich. Die letzten beiden Runden waren ein bisschen wild, meiner Meinung nach. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so kommt, aber es steht fest, Aquila geht in die GSA League 2021 Relegation. Und wen können wir besser befragen, Thorsten, als einen Spieler von Aquila? Wir haben den guten, den einzig wahren Slasher Lelelelelelelele zu Gast. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wir müssen einmal kurz deine Quelle aktualisieren. Dauert einen kleinen Moment. Da bist du. Wie geht es dir, mein Lieber? Sehr gut natürlich. War ja ein wichtiges Match, also man kann sich nicht beklagen. Ja, wichtiges Match. So. Sag mal, was war denn die letzten beiden Runden los bei euch? Ja. Also was hat Jules da vor allen Dingen vorgehabt und gemacht am Ende auch? Ja, Jules hat natürlich schon am Ende von der Defense angefangen, starke Runden alleine zu klatschen. Babu natürlich auch, hat man ja auch auf dem Scoreboard sicherlich gesehen. Die hatten sehr großen Impact, haben super stark gespielt und hatten wahrscheinlich die Nerven eben, um alle Gunfights zu gewinnen. Und meinten auch, sie haben sich immer confident gefühlt, schon im Warm-up. Ja, ging gut aus für uns zum Glück jetzt. Ich möchte einmal über den Throw in Runde Nummer 10 sprechen, mein Lieber. Eure Attack, die erste und gefühlt auch einzige Attack, die schneller war als 2 Minuten 45, war ja der Rush Ace Lele holt den Entry übers Big Window. Irgendwer von euch springt direkt hinterher, plantet rechts am Bett oder rechts an der Wand. Und am Ende springt, ich weiß nicht mehr, wer Maverick von euch war, im 1 gegen 1, ist im Window drin und verliert den Gunfight. Ist sowas dann ärgerlich, weil sowas darüber entscheidet, ob man an so einer Relegation teilnimmt oder nicht? Ich muss sagen, es war ziemlich ärgerlich, weil dieser Rush hat halt schon schlecht begonnen. Wir hatten halt gesehen, dass die in Big Tower heute gespielt haben, wollten eigentlich über Big Tower tacken, haben dann glücklicherweise gesehen, dass am Big Window nichts los war. Die hatten gefühlt nur ein, zwei Leute in Kids halt. Am Big Window in der Corner halt, wo das EBI dann auch war, wo ich dann auch geplantet hatte, war halt nichts. Das war halt free für uns. Und dann hat unser Timing halt nicht ganz so gestimmt. Wir hatten ja Jules am Kids-Window und Ace und ich sind ja Big-Window reingegangen, um halt die Leute zu pushen und zu planten. Aber es hat ein bisschen so auf White Stairs halt das Timing einfach gefehlt. Das war halt zeitlich nicht perfekt und dadurch ist die Runde, wurde schon enger, als sie hätte sein müssen. Und am Ende war es ein bisschen Misskommunikation. Also Jules hatte ja versucht, vom Big-Window noch den Diffusen zu naden und Babu's halt die White Stairs halt verzweifelt hochgerannt, um den irgendwie zu killen. Und ja, in dem Moment, wo halt der, ich weiß nicht genau, wer da diffusen wollte bei Wii Sports, aber in dem Moment, wo Babu den killt, hatte Jules leider schon seinen Finger auf der Void-Taste. Ah, okay. So ein Ding war das also. War im Fenster, ja. Wir haben uns ein bisschen gewundert, dass ihr Thermite gebannt habt. Also das ist ja erstmal nichts Untypisches, zu sagen, wir bannen Thermite raus. Ihr habt dann aber bis auf diese letzten beiden Runden, glaube ich, kein Maverick gespielt. Wie kam es dazu? Also ich meine, nur Hibana ist halt nicht gerade vorteilhaft, gerade für den Topspot. Ja, wenn man uns halt schon die letzten Matches hat spielen sehen, dann sieht man, dass wir halt oft nur einen Heartbreacher spielen, was nicht ganz so geil ist, aber wir sind halt kein Team, was gerne zwei Heartbreacher spielt. Das passt bei uns nicht von den Rollen so gut. Deswegen halt nur Hibana und ich wusste halt, dass Wii Sports halt immer Double Heartbreach spielt und kein Maverick. Deswegen haben wir halt Termite gebannt, um denen das Leben genauso zu erschweren halt wie uns. Wir haben leider auf Topfloor Defense zweimal, ja,
ziemlich. Haben wir keine Lösung gefunden halt gegen Wii Sports Angriffsweise, dass sie immer mit zwei Whites jetzt halt hochgepusht sind. Das hat uns halt zweimal leider Runden gekostet, was nicht passieren darf. Da hat Wii Sports natürlich besser defended als wir. Aber ich denke mal, alle anderen Spots waren sehr dominant eigentlich von uns geholt. Und ja, dann halt um zu gucken, wie halt Wii Sports darauf anschlägt, weil wir sind es halt gewohnt, immer nur mit einem Heartbreacher zu spielen. Ja, Slasher, ich muss dazu sagen, mir hat eure Namensauswahl heute sehr gefallen. Ihr werdet euch im VOD vielleicht einmal ganz kurz erfreuen zu Beginn des Matches. Ich wünsche euch alles Gute. Ich gratuliere euch dazu zu den GSA-Relegationen. Ihr werdet ja nähere Infos dann demnächst bekommen, so wie alle anderen auch. Und dann geht's hart in die Vorbereitung. Wie immer gehört dir das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch natürlich, bei den Castern, auch ans ganze OPL-Team für diese reibungslose Season eigentlich. Es hat wirklich Spaß gemacht, gegen die ganzen Teams zu spielen. Es lief alles reibungslos ab, da kann man echt nur Props geben und sich nicht beschweren. Ja, ich danke an die Fans, die für uns natürlich immer im Stream aktiv sind. Egal, ob wir mal choken, das Choke wieder rausholen oder nicht. Und der dann in der Rückrunde so schnell einspringen konnte und ja, hat halt super funktioniert bei uns jetzt. Ja. Slasher, mein Lieber, vielen, vielen Dank für das Interview. Liebe Grüße gehen raus ans Team und bleibt bitte gesund. Ja, danke, ihr auch. Bis bald. Ciao.